Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, ich hatte eine Zeit lang, wo ich mich zurückgezogen habe. Es gibt nirgendwo so einen Hass, so einen Neid, so eine Missgunst wie in Deutschland. Wenn jemand von meiner Religion, unserem Islam, in den Dreck zieht, ja, dann bin ich der Erste, der aufsteht. Und okay, mir ist egal, wer es ist. Mir ist auch, wallahi, ne, wallahi, das könnte sogar mein Vater sein, macht er nicht. Stimmt das, ja, dass sich auch manche kontaktiert haben, mhm, dass du andere Leute, über andere Leute Videos machen sollst? Ja. Es gibt so, also unter den Rappern Leute, die Rapper auf mich schicken lassen, damit ich gegen andere Rapper Videos mache. Ich mache zum Beispiel Straßen-YouTube-Videos. Ne? Die gehen dann zum Beispiel, okay, auf die Straße und reden dann halbnackte Frauen und sagen, ja, würdest du geben. Okay. Wallahi, das sind alles Schisse. Am Ende sind das so kleine Pimpfe. Der zum Beispiel, ja, genauso wie du sagst, ich möchte die Leute zum Islam aufrufen und er sagt, ich möchte die Leute vom Islam wegrufen. So, meine Freunde, in diesem Video seht ihr den Issam Bayan. Der Issam ist ein, ja, ich weiß nicht, ob man YouTuber sagen kann, TikToker oder er hat auf jeden Fall, er ist auf vielen verschiedenen Plattformen tätig und macht, ja, er sorgt für das Recht, würde ich mal sagen, ja. Wir haben über viele Sachen gesprochen, wie über Rapper, über Drogen, über verschiedene ja, Ansichtsweisen der Menschen. Es ist wirklich sehr interessant geworden. Guckt euch das an, viel Spaß damit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa barakatuh, Mr. Issam Bayan. Wie geht's dir, Habibi? Alles gut? Habibi, schön, dass du da bist. Alhamdulillah, freut mich, dass du uns Zeit gefunden hast. Du bist ja, mashallah, viel beschäftigt, tamam. Naja, nicht so viel beschäftigt wie du. Was geht, Bruder? Was machst du? Was soll ich machen, Bruder? Ich war schon lange nicht mehr bei dir und dachte, sind die Haare schneiden. Du warst lange nicht bei mir, genau. Ja, Bruder. Geht's dir gut? Alles okay? Alhamdulillah. Bist du gesund? Alhamdulillah, ich kann mich nicht beklagen. Okay. Und du? Und Alhamdulillah, du weißt ja, wir machen jetzt ein bisschen, wir versuchen ein bisschen YouTube zu machen. Ne? Mhm. Hast du ja schon mitbekommen. Ja. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, mein Bruder. Also du nutzt mich eigentlich nur aus, oder? Ich will dich nur ausnutzen. Deine ich ganze, genau, Reichweite und Popularität. Sag mir erstmal, Bruder, wie bist du deine Haare? Bruder, so wie du willst. Nein, Spaß, Mann, das ist das Schlimmste, was man sagen kann, der Friseur, ne? So wie du willst. Am Ende geht man raus wie so eine Karotte. Gib mir freie Hand. Naja, so, Bruder, ich sag dir ehrlich, Seiten auf Null, nein, Spaß. Ne? Also, machst du nicht. Darüber werden wir gleich sprechen, Bruder. Nee, mach einfach nur die Seiten kurz, wirklich kurz. Ja. Und, nicht auf Null natürlich, vielleicht so auf drei. Und auf hinten drei, auf, und dann kannst du ungefähr gucken. Ich habe hier keine spezielle Frisur, wo ich jetzt sage. Keine Ahnung. Gerne. Überlass mir das einfach. Ich vertraue dir einfach. Ich genau, hol das Beste raus. Also letzten Endes wirklich so, wie du willst. Ja, Bruder, ich sehe, du hast ja dir Haare einpflanzen lassen, ne? Ja, das weißt du doch schon. Ich sehe das, Wo hab ich mir die einpflanzen lassen? Wo? Weiß ich nicht, wo. Ja, siehst du, also siehst du. Achso, bei wem meinst du? Nee, also, welche Stelle? Ich glaube, du hast vorne auf jeden Fall was gemacht, ne? Und hier hast du pigmentieren lassen, ne? Das, ja, das sieht man, wenn man ganz, ganz nah rangeht, genau. Ja. Mhm. Pigmentierung, Bruder. Stichwort, ja. Pigmentierung. Ist das, ist das ein Tattoo, Bruder, oder? Also erstmal zur Haartransplantation, das, ja, stimmt. Ich habe ja auch über ein Video gemacht. Du hast auch so ein Video gemacht, ne? Ja, ist ja schon Jahre her, schon vor 2-3 Jahre fast. Und also bevor Leute jetzt fragen, Haram, Halal und solche Sachen. Bei Haartransplantation ist es so, dass es nicht Haram ist, weil du halt eben nur den alten Zustand herstellst, ne? Okay. Du zum Beispiel hast ja gar keine Haare mehr auf dem Kopf, oder? Ich habe gar keine Haare mehr, aber ja, ich mach immer Glatze. Ja, ich meine, okay, gut, du bist ein Friseur mit Glatze, Bruder, weißt du, wie wertvoll das ist? Das ist, klar. Das ist selten. Das wäre ein Fußball ohne Ball. Was ist, umso wertvoller, umso selten, umso wertvoller, Bruder. Nee, also zu der Sache, inshallah, aber zu der Sache mit der Pigmentierung gibt es unterschiedliche Meinungen, weil das ja so ein bisschen Tattoo ähnelt. Genau. Aber es bleibt nicht für immer. Das heißt, es verschwindet nach 2-3 Jahren, es verblasst. Ich habe es ja jetzt wieder frisch gemacht. Also bei mir. Achso, wenn es verblasst ist, ist kein Problem. Ja, weil das verschwindet. Das ist nicht so tief wie ein Tattoo. Das also geht auch nicht auf die Gesundheit. Ich hab, also manche sind ja der Meinung, das ist Haram, manche sagen, das ist Halal. Mhm. Ich habe ja selber Tattoos, Bruder. Und ne, wir reden nicht von Tattoos. Tattoos ist was anderes. Okay, okay. Also Tattoos sind also wirklich Tattoos. Pigmentierung ist Pigmentierung halt ist, so ein, ist nicht wie ein Tattoo, wird nicht so tief gestochen und das verschwindet von alleine. Okay. Ein Tattoo bleibt grundsätzlich ziemlich lang. Ne? Also okay, okay. Sie verblassen zwar auch mit der Zeit, aber die bleiben ja auch Jahrzehnte. Ne? Ich verstehe. Und wo hast du das machen lassen, Bruder? Ist das in Türkei gewesen oder hier in Deutschland? Das ist eine Firma, sowohl hier in Deutschland als auch in der Türkei. Also ich habe mich auch hier behandeln lassen. Okay. Bist du zufrieden gewesen? Nochmal bitte? Bist du zufrieden gewesen? Alhamdulillah.
kann das nicht bezahlen. Also ich sehe schon eine gute Arbeit auf jeden Fall, was die gemacht haben, Bruder. Ja, das Problem war, das hatte ich ja schon mit so 20, 21 bei dir angefangen. Ja, da war ich ein bisschen jünger. Ja. Und dann schon angefangen, da war ich schon sehr, sehr traurig und dachte, ey, ich muss da jetzt... So, ich fühle mich mega alt schon. Ne? Ich habe mich da schon wie 30 gefühlt. Ich dachte, wow, mach schon mal. Man kann natürlich sagen, ey, komm, man kann es akzeptieren, aber jeder geht halt ein bisschen anders an mit dem Thema. Ne? Richtig, Bruder. Und Bruder, was machst du zurzeit? Du bist ja viel auf TikTok, dann machst du ja YouTube, du machst Instagram, du machst so viele Sachen, Bruder. Was ist zurzeit so dein... Aber obwohl, zurzeit machst du, glaube ich, nicht so krass mehr so viel wie früher, ne? Mit Social Media und so. Du hast dich ein bisschen zurückgezogen, ne? Ja, ich hatte eine Zeit lang, wo ich mich zurückgezogen habe. Das ist halt so, weil Leute denken so, wenn du Social Media machst, Radas, das ist 24 Stunden deine Arbeit. Ja. Aber wenn man mich jetzt vergleicht mit anderen Social Media Influencern mit dieser Reichweite, dann ist das nicht so, dass ich jetzt dieses Geld machen würde wie andere Leute. Bruder, ich habe gestern gesehen, Bruder, ich habe mal ein bisschen wieder reinguckt bei dir. Mhm. Du hast ja, mashallah, auf YouTube hast du 100.000 Follower, Bruder. Mhm. Auf Instagram hast du auch über 100.000, aber du machst nicht viel daraus. Warum? Also die meisten würden sagen, ey, ich will jetzt damit Para machen, ich will damit Geld machen und so. Mhm. Warum machst du das nicht? Ich arbeite, Bruder. Ich arbeite ja auch, ich unterrichte. Ich bin der Lehrer. Du bist Lehrer vom Beruf, ne? Genau, und deswegen, das Problem ist halt, dass ich dann nicht mehr so viel Zeit finde auch für diese Sachen. Okay. Selbst wenn ich möchte, also selbst wenn ich dann mal Zeit habe, ist... Aber verdient ein YouTuber nicht mehr als ein Lehrer, Bruder? Ja, also wenn du 100.000 Abonnenten hast und regelmäßig so ein, zweimal die Woche wird schon reichen, Videos machen. Was verdient als zum Beispiel einer, der 100.000 Follower hat? Das kommt auf die Klicks an. Also es kommt auf die Klicks an. Es kommt darauf an, wie viele Videos du machst, kommt darauf an, wie viele Klicks du hast und ja, so weiter. Aber du musst wirklich regelmäßig dranbleiben, also auch einmal die Woche Video. Bruder, wir haben gerade, ich weiß nicht, wie viele Follower wir haben, aber wir laufen jetzt schon so mit breiter Brust rum, oder wir sagen, wir sind YouTuber Halim. Wer will was machen? Nein, Mann. Also für mich war das niemals wichtig. Na Bruder, Wallah, für mich war das niemals wichtig, ob ich jetzt 100.000 Follower habe oder... Natürlich nicht, Bruder, natürlich nicht. Du kennst also, mich ja auch. Man will erfolgreich sein, Bruder, mit dem, was man macht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So, es kommt ja nicht darauf an, wie viel du hast und so. Wenn du Erfolg heißt ja nicht, was man alles aufgebaut hat. Erfolg heißt für mich, Bruder, ob du zufrieden bist mit dir selber und mit dem, was du hast. Das ist Erfolg, Bruder. Genau, sehr schön, sehr schön. Also guck mal, Bruder, wir kennen uns aus einer Zeit, wo ich noch nicht mal auf Deutsch gesprochen habe, Social Media, weißt du noch? Ja, genau, du hast viel damals auf Englisch gemacht, genau, ne? Genau, auf Englisch. Und auf Facebook hatte ich das so weit gebracht, dass ich zum Beispiel bis heute, wenn du jetzt reinschaust, über 1,5 Millionen Follower hatte. Mashallah, du hast ja genau, auf Facebook hast du 1,5 Millionen. Genau, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass ich irgendwie was Besseres bin als jemand anderes. Ja, also, ja, das ist so, verstehst du? Auch wenn du 1,5 Millionen Follower hast, ich meine, am Ende, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann bringt mir diese 1,5 Millionen Follower nicht viel. Und das spielt ja keine Rolle, was ich dann bei mir habe an Materialien und keine Ahnung was. Wenn ich aber, wie du gerade schon gesagt hast, diese Zufriedenheit habe, das heißt, ich habe Erfolg auch im Privaten, sei es Familie und so weiter, das ist eine komplett andere Dimension. Und bei Facebook zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich in Malaysia war, das erste Mal, da haben die mich eingeladen in so eine Show. Und die haben mich vorgestellt und sagen, ja, hier ist Isam Bayern mit 1, keine Ahnung, zusammen zu damals 2 Millionen Follower und so. Ja. Und dann alle am Klatschen, und ich denke so, wow, haben die jetzt geklatscht wegen den Followern oder wegen mir so, ne? So, weil sie mich vielleicht ein bisschen wertschätzen so als Menschen, nicht wegen den Followern, ne? Oder schätzen sie mich wert nur, weil ich Follower habe? Ich glaube, die haben das aber gemacht, Bruder, um wahrscheinlich, damit die Leute sehen, ah, okay, das ist halt, wer dich nicht kennt, das ist eine bekannte Person. Ja, aber trotzdem, weißt ich habe dann dort gemerkt, allgemein, genau so. Malaysia, in dieser ganzen Gegend, Indonesien, Singapur und so weiter, dort ist alles nur ein Follower. Wirklich, da ist es schon extrem. Ist ja hier auch in Deutschland mittlerweile, aber dort ist es noch extremer. Und das ist schon vor 4, 5 Jahren so gewesen. Okay. Und die in Malaysia. Aber ich glaube, Bruder, also ich glaube, es kommt nicht hier in Deutschland, auch allgemein, es kommt nicht darauf an, wie viele Follower du hast, sondern, also ich kenne Leute zum Beispiel, Bruder, die haben nur 1000 Follower, die haben mehr Klicks als Leute, die 1 Million haben. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, bei diesen Ländern, die sehen auch mehr Follower, der hat mehr Fanbase und Reichweite. Ja, ja, klar. Aber ich meine auch in Deutschland, wenn du mehr Klicks, wenn du mehr Follower hast, hast du meistens eigentlich automatisch mehr Klicks. Mhm. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr viel höher. Natürlich kann es sein, dass man weniger Follower hat und dann hast du mehr Klicks, ne? Aber das ist dann seltener der Fall. Okay. Nur nochmal zurück zu der Sache, dass ich mich damit gar nicht identifiziere. Das heißt, ich kann nicht sagen, ey, nur weil ich so viele Follower habe, weil ich Social Media mache, bin ich jetzt besser oder was mehr Besonderes als du.
Ja, okay, ja. Oder habe ich dich oder andere Leute jemals irgendwie so behandelt nach dem Motto, ja komm, du hast kein Social Media oder du bist kein dies oder du hast weniger Follower, deswegen rede ich nicht mit dir. Davon gibt es solche Menschen. Es gibt tatsächlich Menschen online, die habe ich kennengelernt, ne, auf TikTok, bestes Beispiel. TikTok ist so einfach groß zu werden. Ne? Es gibt Leute, die haben dann, also einfach groß zu werden mit Peinlichkeiten und hast nicht gesehen. Und die wirklich, die gehen durch die Straße wie Frauen, Alter. Ne? Die gehen durch die Straße. Wallah, ne? So Frauen sagt, Rabukum al-Ala, kennst du diesen Satz? Ja, oder sagt, ja, ich bin euer höchster Gott. Ja. So ungefähr hast du das Gefühl, diese Leute gehen durch die Straßen, als hätten sie was erreicht im Leben. Ne? Die sind gerade mal auf die Welt gekommen, 18, 19, 20, und manche sind sogar schon ein bisschen älter. Und sie machen dann Matches und machen ihre paar Tausend und denken so, Khalas, sie sind Oberarzt, sind keine Ahnung, im Krankenhaus geworden, verstehst du? Das ist für mich etwas zu erreichen, wenn man etwas studiert, etwas lernt, etwas macht. Aber okay, nicht, wenn ich mich in Matches auf den Boden lege und wie ein Hund belle. Das ist ein Riesenunterschied, Bruder. Okay, Bruder, ich hab, Bruder, jetzt, du machst zurück zu YouTube, ne? Ja. Du hast ja damals, hast du angefangen, mit auf Englisch zu machen viel. Weil du hast, glaube ich, viele ausländische Fans und bist ja auch bekannt in Indonesien, Malaysia, in den ganzen muslimischen Ländern. Warum hast du angefangen, auf Deutsch zu machen? Ich habe gemerkt, als du auf Deutsch angefangen hast, dein Social Media zu machen, hast du immer versucht, so also falsche Sachen wieder richtig zu stellen oder einfach zu beweisen, dass es haram ist oder zu sagen, ey, zum Beispiel, ich habe auch gesehen, Bruder, dass du viele TikToker oder YouTuber angesprochen hast, persönlich. Weißt du, willst du was darüber erzählen? Guck mal, Bruder, die Sache, das ist aber ein Unterschied zu anderen Gesellschaften. Hast du dir, ja? Warte mal, hast du dir vorgenommen, sozusagen, ey, ich bin jetzt derjenige, der hier sagt, so, weil du bist ja auch der Einzige in Deutschland, so, der wirklich auf Deutsch, ja, so Islam, in der Ausmaß, viele kennen dich ja, Bruder. Sehr viele Menschen kennen dich ja, weißt du? Guck mal, ich hatte damals, wie gesagt, nur auf Englisch gemacht und dann irgendwann mal haben die Schüler das gemerkt. Die haben dann gemerkt, hey, der hat einen Instagram-Account auch noch verifiziert und keine Ahnung, 100.000 Follower, was auch immer. Und die haben dann zu mir gesagt, hey, warum machen Sie keinen TikTok? Deine Schüler? TikTok? Der Schule? Ja, die haben das gesagt und dann dachte ich so, okay. Und ich war dann auf TikTok, aber ich habe TikTok noch gar nicht begonnen. Ich habe mir erst 2-3 Monate angeschaut und ich dachte, astaghfirullah, was soll ich da machen, Alter? Ich sehe da nur halbnackte Frauen die ganze Zeit. So, was habe ich da zu suchen? Ne? Und dann habe ich irgendwann mal einfach gedacht, Ich mache Adhan-Videos, Nasheed oder was auch immer. So, ich habe damit angefangen, so ein bisschen zu singen, ein bisschen Quran, die ersten 2-3 Videos. Und es kam gut an, dann dachte ich, ich mache weiter. Aber ich bin dann 1-2 Videos auf Englisch gelegen. Aber dann dachte ich so, ganz ehrlich, wenn die Schüler mich schon gebeten haben und allgemein so, und ich habe sowieso überall auf Englisch gesprochen, dann mache ich diese Plattform nur auf Deutsch erstmal. Das war dann meine Entscheidung. Okay. Und im Laufe der Zeit, und das sage ich, das ist der Riesenunterschied zu Deutschen und zu allen anderen auf dieser Welt, was ich gemerkt habe. Du findest das nirgendwo in Social Media. Es gibt nirgendwo so einen Hass, so einen Neid, so eine Missgunst wie in Deutschland gegenüber Leuten, die halt vielleicht bekannter sind oder irgendwas machen. Es gibt also nirgendwo. Also du sagst, in Deutschland ist dieser Neid am stärksten. Der ist extrem. Also ich habe es noch nie erlebt. Ja, ja. Und auch der Hass, ne, auch wirklich diese Bereitschaft, jemanden. Also die Leute gönnen das einfach nicht, wenn du auf Deutsch bist. Gar nicht. Egal wer du bist, du kannst, keine Ahnung, du kannst die eigene Mutter, die würden das nicht mehr der gönnen, verstehst du? Okay. Also so schlimm, also das Gefühl, wie die Menschen in Deutschland auf dich reagieren, einfach nur, weil du vielleicht mal ein bisschen bekannter bist oder was auch immer. Ja, ja. Und das Problem ist, die können das gar nicht damit abhaben. Die sagen ja auch immer, wer bist du, dass du andere Leute kritisierst? Das ist wieder, was du ja schon angesprochen hast. Ne? Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn jemand meine Religion, unseren also den Islam, in den Dreck zieht, ja, dann bin ich der Erste, der aufsteht. Und mir ist egal, wer es ist. Mir ist ja, wallahi, ne, wallahi, das könnte sogar mein Vater sein, macht er nicht. Ne, macht er nicht, alhamdulillah, macht auch nicht meine Mutter, macht auch nicht mein Bruder, was auch immer. Aber dann bin ich der Erste, der aufsteht, ne, und dagegen spricht. Also ich lasse keinen einfach den Propheten beleidigen, ich lasse keinen den Islam beleidigen. Und als Muslim ist es sogar verpflichtend, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt, du kannst diese Menschen privat kontaktieren. Kein Problem. Habe ich auch schon öfter gemacht. Das weiß der ein oder andere. Und dann machst du ein Video in der Öffentlichkeit. Ach so, warte mal. Ja, stopp. Also du hast erstmal die Leute angerufen. Bruder, pass auf. Man, das rufen die mich auch vorher an. Was du gemacht hast? Ach, die rufen dich vorher an? Die wissen schon. Die sagen, bitte mach kein Video. Hoffentlich hat sich das mal ja nicht gehört. Ja, wallah. Die sagen so, ey Bruder, du weißt, ich habe ein Video gemacht. Ich so, was ein Video ist? Ja, das ist gerade mal ein paar Stunden raus. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ist schon ein Skandal. Ach, ja, das, ich habe es rausgeschnitten. Ey Bruder, du weißt, du musst kein Video machen. Ich gucke, weißt du, was war, ich habe noch gar nichts mitbekommen. Bruder, stimmt das, dass sich auch manche kontaktiert haben, dass du andere Leute, über andere Leute Videos machen sollst? Ja. Ja? Das stimmt. Was kann man sagen, wer und wie und was? Ich darf, Bruder, ich kann kein, das wird voll Fitner sein. Also es gibt tatsächlich Menschen, die so gut wie jeder kennt, ne, die teilweise sogar im Fernsehen sind und wo auch immer, die kommen was und haben mich dann, die sind im Fernsehen, die machen keine Halal-Sachen. Oder was? Unter anderem und auch andere Sachen, ne, so Rap-Szene, ne. Okay. Es gibt so, also unter den Rappern Leute,
die die Rapper auf mich schicken lassen, damit ich gegen andere Rapper Videos mache und die dann hochbringen. Du sollst, die rufen dich an und sagen, ey Isam, Bruder, kannst du gegen diesen Rapper? Ja, und dann sagen die mir auch, gegen den kannst du machen, gegen den darfst du nicht, gegen den sollst du machen, gegen den lieber nicht. Okay. Und so, was ist los? Alter, habt ihr so Gruppen, seid ihr so Fußballvereine geworden? Hast du auch schon Palaver gehabt, so deswegen? Ja, weil ich mich geweigert habe. Ich habe gehört, Bruder, du hast doch richtig Stress gehabt mit manchen Leuten, so wegen, dass du auch über die geredet hast, so in der Öffentlichkeit und gesagt hast oder Videos gemacht hast über die. Mhm. Richtig, da war schon richtig Palaver bei dir, ne? Ja, ich habe mich, guck mal, ich habe mich bei einigen, bei so gut wie jedem geweigert, weil ich dachte, komm, ich lasse mir nicht rumbefehlen, gegen wen ich jetzt ein Video mache. Das entscheide ich am Ende. Okay. Ne? Und weil wenn ich das so lasse, dann bin ich ja so ein Teil von denen, das möchte ich nicht. Ja, ich bin, du möchtest unparteiisch sein. Ja, yeah, du musst so gut. Ich meine, guck mal, ich mache auch Fehler, aber trotzdem versuche ich dann so halal wie möglich zu bleiben. Aber ja. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt Social Media mache, um Videos gegen Menschen zu machen. Das war ja auch niemals meine Absicht. Aber du bist automatisch in diese Schiene reingerutscht, dass du einfach Videos machst von Leuten, wo du sagst, das ist nicht korrekt, das ist falsch. Das ist gegen oder das ist nicht islamisch. Bruder, das tut weh. Guck mal, das Problem ist, ich sag dir eine Sache. Wenn du jedes Mal immer wieder solche Videos siehst, als Muslim, du jetzt zum Beispiel, für dich war das normal im Laufe der Zeit, weil du es immer wieder gesehen hast. Das ist wie wenn du in einem Raum bist. Also der Islam sagt ja, also wenn du was falsch, wenn du weißt, was falsch ist, sollst du mindestens darüber, also diese Person darauf hinweisen. Also es gibt ja diesen Hadith mit der Hand richten, mit dem Mund richten oder im schlimmsten Fall mit dem Herzen verabscheuen. Sollte genau, oder verabscheuen mit dem Herzen. Genau. Und das Problem ist, nicht mal das passiert bei vielen Muslimen. Viele Muslime feiern das ja. Ne, da kommt dieser eine muslimische YouTuber, ich sag immer, der macht was super Harames. Ne, der geht von mir aus, zum Beispiel? Ich gebe dir keinen Namen. Die gehen, machen zum Beispiel Straßen-YouTube-Videos. Ne, die gehen dann zum Beispiel auf die Straße und reden dann halbnackte Frauen und sagen, ja, würdest du geben. Solche Sachen sind normal geworden, dass Muslime sowas fragen. Das heißt, die meisten sind in Deutschland muslimisch. Und das tut dem Herzen weh, wenn ein Muslim zum Beispiel der sagt, ey, du sagst, ey, Bruder, das ist nicht islamisch, das sollst du nicht machen. Bruder, die sehen das ja nicht ein, die wollen das ja nicht. Okay. Das heißt, sie sagen ja, das ist doch mein Brot, das ist doch mein Hack, das ist nicht dein Hack, das ist nicht dein Brot. Du kannst nicht auf Haram, ich kann jetzt nicht Lotto spielen und Geld verdienen und sagen, wow, geil, Alhamdulillah, das ist mein Brot. Das geht nicht, das ist Haram. Ja. Eine Sache, die ich dazu hinzufügen möchte, dass viele Muslime nicht merken, wenn sie sich solche Videos anschauen, das Problem ist, das ist wie wenn du in einen Raum gehst, Bruder. Mhm. Ja, du siehst eine Sünde und diese Sünde, die fällt dir direkt auf. Aber im Laufe der Zeit nicht mehr und du siehst das nicht mehr so schlimm. Ja. Doch woran liegt's? Das ist wie wenn du in einen Raum gehst, der stinkt. Mhm. Du nimmst diesen Gestank wahr, richtig? Die ganze Zeit. Ja. Doch irgendwann mal lässt der Gestank nach. Du gewöhnst dich daran. Das heißt, auch dein Gehirn, dein Mindset, das gewöhnt sich alles daran. Das heißt, im Laufe der Zeit kriegst du auch nicht mehr dieses Gefühl von wegen, ja, das ist schlimm, das ist haram und so. Sogar du als Muslim wirst so, du denkst so, komm, das egal, es ist schlimm, so ist unsere Gesellschaft, wir akzeptieren das jetzt so. Und das ist das Problem. Und ich möchte das, ich kann das nicht. Verstehst du, das ist so, das ist die Ehre des Islams, die Ehre des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man Dinge in den Dreck zieht. Das tut mir weh als Muslim, bis heute. Und ich muss mich jeden Tag immer wieder darauf bringen, so, ey, ich will mich nicht darauf einlassen. Also ich möchte nicht immer wieder so tun, als wäre das normal. Das ist nicht normal. Okay. Und das müssen Leute verstehen. Das ist auch nicht radikal, was auch immer. Man muss einfach nur, man hat ja gewisse Prinzipien. Eigentlich sollte jeder Muslim, wenn er was Falsches sieht, oder jeder Mensch eigentlich, wenn er was Falsches sieht, es mindestens mit dem Herzen korrigieren. Oder sagen, hey Bruder, die Nicht-Muslime machen das. Oder die Person darauf hinweisen, ey, pass auf, das ist nicht korrekt. So, das ist deine Aufgabe, so hast du das Aufgabe genommen. Genau, die Nicht-Muslime machen das, Bruder. Ja. Wenn du die muslimische YouTuber anschaust, die sind eigentlich Muslime, die haben dann ein Video in Ramadan, 5 Videos, was ich auch gut finde, dass man über den Islam spricht, aber die reden dann über den Islam und 2 Videos später reden sie dann wieder mit irgendwelchen Weibern über, keine Ahnung was, ne? Ja. Richtige harame Sachen. Und das ist so peinlich, dass sogar Deutsche, also ich meine damit jetzt Nicht-Muslime vor allem, darunter kommentieren, boah, ist das peinlich. Also, wenn die dann sogar uns schreiben, ne, uns sehen, dass es peinlich ist, dann irgendwas läuft da schief bei dir. Also, irgendwas machst du falsch. Und nochmal zurück zu der Sache, das ist mein Kap, ne, das ist Halal und hast du nicht gesehen. Mhm. Es gibt einen Hadith, der ist so hart, dass du gar nicht sagen kannst, das ist dein Hak. Das ist unmöglich, so etwas zu machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es gibt einen Mann, der in der Wüste nach Allah um etwas bittet. Und dieser Mann ist in Not. Dieser Mann ist am Verdursten. Okay. Und er bittet ja Allah und erhebt seine Hände sogar. Und es gibt ja einen Hadith, wenn der Abt, also wenn der Knecht seine Hände erhebt und in Not ist, dann schämt sich Allah, ihm seine Dua nicht anzunehmen. Ne, nicht zu beantworten. Das ist so eine schöne Dua, so ein schöner Hadith. Ne? Aber in diesem Fall wird Allah seine Dua nicht beantworten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dieser Mann,
Er hat seine Kleidung ist haram, sein Essen ist haram, seine Getränke sind haram. Glaubt ihr tatsächlich, dass Allah seine Dua erhören wird? Bruder, das ist ein riesen Unterschied. Wenn ich jetzt solche YouTube-Videos mache, wo ich harame Inhalte teile und damit Geld mache, dann ist es nicht besser, als wenn ich Lotto spiele. Es ist nicht besser, als wenn ich Alkohol verkaufe. Das ist das Gleiche. Ja. Haram-Geld ist Haram-Geld. Ich kann das nicht irgendwie. Das heißt, wie will ich eine Baraka, also wie will ich Segen von Allah erwarten, wenn ich mich mit haramen Dingen finanziere? Das ist einfach so. Also es ist ja immer, jeder weiß das auch, Bruder. Man merkt das auch selber. Haram-Geld kommt schnell und geht wieder schnell. Geht schnell, ja. Und es macht dich umso trauriger am Ende. Ja. Und du wirst umso depressiver und alles mögliche. Das ist einfach so. Bruder, nächste Frage. Ja. Wie gesagt, also du bist ja, ne, wie gesagt, du sprichst ja viel über Leute, die Sachen falsch machen, wo du sagst, das ist nicht korrekt oder ist nicht islamisch. Du hast dann auch, wie gesagt, viel Palaver mit Leuten, ne? Mhm. Und wie gehst du damit um, Bruder? Sagst du Scheiß drauf so? Oder hast du jetzt zum Beispiel Leute, die dir helfen und dich unterstützen? Oder du bist ja alleine, glaube ich, ne? Ich habe gehört, du bist ein Typ, du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yani, Allah oder erstmal, ist kein Muslim alleine, Allah ist immer mit dem. Sowieso. Das ist sehr wichtig, ja. Das Problem ist egal. Weil ich weiß das von den, zum Beispiel bei anderen Branchen, ne? Wir haben zum Beispiel Leute hinter sich. Ja, nehmen wir mal die Rap-Szene. Wenn die Palaver haben, die Leute, die Jungs haben, ne? Rücken, verstehst du, was ich meine? Oder irgendwelche Leute, die unterstützen. Ja. Ja? Aber du sagst, Allah ist mein Genüge. Ach, Bruder, Allah ist dein Bodyguard. Ja, wie Mohammed Ali, kennst du den? Kennst du den von Mohammed Ali? Ja, Mann, das war eine Hammer-Antwort. Oder den fragt der Moderator, du hast keinen Bodyguard. Ne? Und dann macht er den so 1, 2, 3. Und dann sagt Mohammed Ali so 1, 2, 3. Er sagt, was sagt der Bruder? Kannst du das wiederholen? Ja, ich weiß nicht genau. Er meint auf jeden Fall, Allah reicht mir. Allah ist mein Bodyguard. Er sagt, ne, er hat das dann erklärt. Er hat erklärt, mein Bodyguard ist derjenige, der alles sieht, der alles hört und so weiter. Ne? Genau, mein Bodyguard sieht alles, genau. Hört alles richtig. Genau. Das war Gänsehaut, Bruder. Mashallah, ne. Hast du auch einen so Spruch wie Mohammed Ali, Bruder? Schau mal. Ne, wirklich, Allah ist mir genüge erst. Alhamdulillah. Ja, also oftmals, du darfst nicht vergessen, guck mal, ich mache ja islamischen Content, Inhalt. Ja. Yeah. Viele die meiner Zuschauer sind auch Freunde von mir, aus meiner Umgebung. Okay. Und die sehen manchmal diesen Palaver und die schreiben mich an. Die sagen zu mir, ey, Assam, wenn du Hilfe brauchst, sag und so weiter. Ich weiß, dass die mich alle unterstützen würden, wenn irgendwas ist, aber ich möchte das ja nicht. Was? Hast ja nicht, du Drohungen bekommen schon von Leuten? Drohungen oder Drogen? Drohungen. Ja, beides, nein. nee, also Drogen auf jeden Fall, sehr viele. Ja. Um ehrlich zu sein, es sind wirklich viele, also, aber auch von allen Seiten. Okay. Das heißt von Muslimen, von Nicht-Muslimen, von dies und das, alles. Das, weil ich habe in den Kommentaren schon oft Hass gegen dich gesehen. Mhm. So manche hassen dich, Bruder. Ja, Bruder. Und manche natürlich lieben dich dafür. Immerhin haben sie Gefühle. Aber das gibt es, glaube ich, überall, ne? Ja. So, du hast deine Hater, du hast deine Fans, du hast deine Lover. Bruder, und hast du Groupies? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht vorne und sagen, ey, ich will dich heiraten, Islam. Ja. Nein, schau mal. Guck mal, du bist ja auch. Ja, sag mal was dazu sagen. Ich wollte dir eigentlich eine Antwort geben zu der Sache mit den Drogen. Okay. Also, bei den Drogen ist das wirklich so, dass ich auch Anruf erhalte. Das heißt, Leute haben auf einmal meine Nummer von irgendwo. Ja, manchmal auch leider von Leuten, die ich halt kenne, denen ich vertraut habe. Die geben einfach meine Nummer ohne meine Erlaubnis weiter. Okay. Ne? Und dann kommen da Leute und drohen mir. Ja, wenn du Video machst, dann wird es Konsequenzen geben. Wenn ach, krass. Wer wird dich finden? Wenn ach, du krass. Machst, ja, solche Sachen. Und die sind eigentlich alle aus der Rap-Szene, alle. Okay. Sind alles Leute aus der Rap-Szene. Ja. Ja? Und das Problem ist, die kommen dann auch mit Rücken und Mücken und hast nicht gesehen, aber gleichzeitig wissen sie eigentlich nicht, dass sozusagen ganz oft deren Rücken meine Kindheitsfreunde sind. Ach krass. Ja, das wissen also deren Rücken ist dein Rücken. So ungefähr. Oder ich bin der Rücken von deren Rücken. Nein, aber verstehst du so. Und ich komme dann auch mit diese Rücken und ich diese Geschichte mit Rücken verstehe ich sowieso nicht. Sie glauben echt, dass wir so in dem Westen, hier im Wilden Westen leben. Ne? Okay. Das glauben sie wirklich. Das heißt so, hier geht alles einfach unter die Hand, keiner bekommt das mit und ich mache den einen fertig, ich schlafe den anderen kaputt, hast du nicht gesehen. Ja. Also erst einmal vertraue ich darauf, dass wir hier in Deutschland natürlich auch geschützt sind. Ne? Wir haben eine Polizei, wir haben dies und das. Und die haben alle sowieso Schiss vor Polizei. Ja. Das sind alles Schisser. Okay. Wallahi, das sind alles Schisser. Jeder sagt, mein Rücken. Das sind alles, am Ende sind das so kleine Pimpfe, wenn die Polizei einmal eingeschaltet wird, Radas. Und die sagen, ja, du holst Polizei. Ja, mach ich, Radas, mein Recht. Ich bin kein Kämpfer, der sich jetzt auch, würde ich jetzt kämpfen? Wallah, hätte ich jetzt so eine Kampfausbildung gesagt, komm, ich geb dir. Verstehst, würde ich auch sagen. Würdest du sagen, komm, 1 gegen 1? Alles, ich mach 1 gegen 1, wenn du unbedingt willst. Aber für mich ist das nicht fair, wenn einer kommt, der sein Leben lang gekämpft hat, ja, ich schlag dich kaputt, natürlich schlägst du mich kaputt. Was soll ich machen? Ja. So, aber ich würde, wenn ich jetzt gegen dich reden würde, würde ich auch gegen die Wand reden. Verstehst du? Vielleicht bin ich da ein bisschen gewandter. Aber das ist ja sinnlos. Ich meine, ich bin auch nicht dazu geboren, um zu sagen, ich werde jetzt ein Kämpfer und werde jetzt jeden kaputt schlagen.
Nee, im Gegenteil, vor allem Leute, die ich sag jetzt mal, trainiert haben, Kämpfer sind, vor allem diejenigen, sind doch die, die sich eigentlich am besten kontrollieren sollten, ne, wenn es in Gewalt geht. Richtig. Verstehst du? Und ich meine, du kennst ja den einen oder anderen. Ja, also man hat ja, wenn man Kampfsport macht, hat man eine Waffe, Bruder. Genau. Ja, man ist natürlich ein Vorteil. Du musst aber wissen, ja, du musst auch wissen, wie du und das anwendest. Und das ist natürlich ein, wie sagt man, eine Verantwortung, ne? Mhm. Ja, ist klar. Du bist ja auch morgen bei Lyre eingeladen, ne? Ja, bin ich auch. Bist du morgen zu Gast bei ihm? Was ist das Thema, Bruder? Darf man das sagen? Aber warte mal ganz kurz, Leroy, Bruder. Er war zuerst bei mir, dann bei dir, Bruder. Dann bist du nee, also das Thema wird sein, also du veröffentlichst ja das Video danach, ne? Das Thema wird sein, Muslim gegen Ex-Muslim. Das wird interessant. Und Muslim gegen Ex-Muslim? Gegen Ex-Muslim. Ach krass, wer ist der Ex-Muslim? Ist der bekannt? Weiß ich nicht. Also, und dann wirst du zum Beispiel so sagen, er wird dann sagen, das ist nicht korrekt, oder redet ihr über den Islam, Bruder? Ich weiß nicht, was mich erwartet, ich sag dir ehrlich. Also ich glaube eher, dass es jemand sein wird, der dann erklären wird, warum er kein Muslim mehr ist. Ja. Was ihn am Islam gestört hat oder stört. Ja. Und so in diese Richtung, dass er jetzt hier endlich versucht, mir zu erklären, den Menschen zu erklären, warum der Islam vielleicht keine gute Religion ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer das ist. Ich verstehe. Ach, du kennst ihn nicht? Ich weiß nicht, wer kommt. Er weiß aber auch nicht, dass ich komme. Ach krass. Das wird wahrscheinlich eine Person sein, die bekannt ist, so wie du, Bruder, der zum Beispiel, genauso wie du sagst, ich möchte die Leute zum Islam aufrufen und er sagt, ich möchte die Leute vom Islam wegrufen. Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, aber wohin? Wegrufen? Ja, aber verstehst du, was ich meine? So, ja. Deswegen, das für mich so dieses Ex-Muslim, dass man sich schon als Ex-Muslim bezeichnet, finde ich schon ein bisschen cringe. Okay. Ich finde das komisch, weil wie kommst du auf die Idee, dich als Ex-Muslim zu bezeichnen, ja, wenn du doch eigentlich mit deiner Ex nichts mehr zu tun haben möchtest? Richtig. Check, was du meinst. Du wirst eigentlich nur Hass verbreiten. Sozusagen. Du identifizierst dich mit etwas, was du gar nicht machst, was du gar nicht magst. Okay. Ne? Das heißt, man nennt dich immer wieder Ex-Muslim. Ja. Du hast doch den Islam. Ja. Ja, also ich nenne jetzt auch keinen Muslim, der vorher Christ war, Ex-Christ. Der wird niemand sagen, das ist für ihn vielleicht eine Beleidigung, für ihn so. Ich bin stolz darauf, Muslim zu sein. Ne? Und es soll auch nicht schlecht sein gegenüber dem Islam, aber wenn ich mich Ex-Christ nennen würde, wäre das ein bisschen so eine Beleidigung. Wäre es ein bisschen Angriff für das oder auf das Christentum und es wäre für mich so ein bisschen so, ne, ich will mich doch davon entfernen. Ja. Ne? Solche Sachen. Nächste Frage, Bruder. Ja. Stichpunkt Muslim Pro. Jeder kennt die App Muslim Pro. Ich habe damals auch mit dir darüber gesprochen. Du bist ja einer von den wenigen, Masha'Allah, die in dieser App ein Azan-Audio haben. Masha'Allah, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, Bruder. Bist ja auch, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der so erfolgreich einen Nasheed macht, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine, vielleicht gibt es andere, die erfolgreich sind. Allah. Ich glaube, ich kenne persönlich keinen, Bruder. Okay. Ne? Warum hast du damals mit dieser App Palaba gehabt und warum... Boah, Bruder. Ja. Ich habe damals schon ein größeres Video darüber veröffentlicht. Ich glaube, das läuft 20 Minuten oder so. Okay. Mach uns. Mit dem Bruder, mit Khan, ja, wie kennt vielleicht der eine oder andere. Wir haben eigentlich ein schönes Video gemeinsam gemacht. Also, Mosch, ey, Bruder, du bist zwischen Mehr Mohakle und den ganzen weltbekannten Vorbeter oder Sahnmacher. Weißt du, was ich meine? Ja, Bruder, guck mal, das ist erstmal so entstanden, dass sie jetzt genommen haben, ohne mich zu fragen. Die haben mich nicht gefragt. Die fanden deine Stimme so krass und gesagt, wir machen den einfach rein. Ich habe es damals auf Facebook angeboten, und zwar dieses frühe Uploaded.to, das heißt, ich habe es kostenlos angeboten, jeder konnte meinen Adan runterladen benutzen. Dann irgendwann mal habe ich mir Muslim Pro selber runtergeladen, einfach so, weil ich dachte, ich will eine App haben. Das war dann Muslim Pro. Und dann gucke ich rein, welche Adan ich mir aussuchen kann. Da steht dann mein Name. Wallah, ich dachte, das ist das nicht. Krass. Ne? Und dann so aus dem Nichts, wie aus dem Nichts, so steht mein Name und ich will sie draufklicken, was haben die für einen Adan genommen. Dann höre ich erstmal, das ist der Adan von Facebook, aber das war nur eine Testversion zum Reinhören. Und wenn man die volle Version als Adan haben möchte, dann muss ich dafür bezahlen, innerhalb der App. Dann dachte ich so, hä? Ich habe es kostenlos den Menschen angeboten. Also eigentlich müsste dir einen Muslim Pro Kohle geben, Bruder. Genau, ne? Ich habe kostenlos hab ich's angeboten. Okay. Und dann nimmt Muslim Pro das und verkauft das. Krass. Das ist wie, als würde ich jetzt hier Wasser kostenlos geben. Ne? Okay. Die nehmen es einfach und geben das in die nächste Straße und sagst hier 3 Euro. So ungefähr. Ja, ja, das ist ja voll sinnlos. Und das war für mich dann sehr, sehr stressig. Und ich hatte damals dann mit meinem Manager das dann klären wollen. Und wir haben das dann so alleine möglich geklärt. Ihr habt das so halal wie möglich geklärt. Ja, so halal wie möglich. Das ist mal ein schönes Wort. Halal wie möglich. Ja, wirklich, also halal wie möglich. Das heißt im Endeffekt, wir hätten das natürlich ganz anders machen können. Wir hätten den irgendwie fertig machen können.
Wir hätten die anzeigen können und wir wussten das. Die wussten das auch. Aber wir haben am Ende gesagt, alles egal, wir wollen nichts Übles machen. Es ist ja auch für einen guten Zweck und so weiter. Die haben uns eine gewisse Summe, eine kleine Summe gezahlt, dafür, dass sie es benutzt haben und verkauft haben. Ne? Und auch noch weiterhin verkaufen, aber bis ein Jahr danach, das war glaube ich bis 2017 oder so war das ungefähr, ne? Weil Vertrag war 16. Also dann stehen wir es nicht mehr da drin. Und dann wäre das dann nicht mehr drin. Genau. Okay, kannst du mal bitte einmal den Asyl machen für uns? Sicher werden. Ja. Muss ja nicht komplett sein, vielleicht nur den Anfang. Boah, ey, wenn ich nicht so brav bin mit der Stimme, dann ist eine Katastrophe. Und die Leute draußen denken jetzt gleich hier. Bismillah, Bruder. Keine Rage und heißen Bayer, Habibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, Bruder, meine Stimme soll noch warm werden, Achi. Mashallah, Bruder, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Allah, ich werde fix, danke dir. Du bist ja auch Nasheed-Sänger, ne? Ja. Gehst du auch, machst du das noch? Ich habe das damals, du hast das damals gemacht, weiß ich. Ist das immer noch so, dass ich du das bei deiner Schwester auch gesungen. Warst du meine Schwester, warst du genau, hast du Nasheed gemacht. Das war sehr schön. Verlobung war das? Oder was? Ja, das war eine Verlobung, ja. Mashallah. Ja, also, ich mache das immer noch. Ja. Also, auf Hochzeiten hier und da, ab und zu, wenn ich Zeit habe. Manchmal auch im Ausland. Also ich werde bis heute immer noch eingeladen nach England zum Beispiel. Oder vor allem England. Ich habe da eine sehr, sehr enge Bindung. Ich war so gut wie in jeder Stadt in England. Okay. Hab in jeder, also zu meiner Studienzeit war das wirklich so krass. Die haben mich angerufen. Ich war hier um die Ecke. Kennst du diese Sultan, keine Ahnung, wo man hier frühstückt? Wie heißen die? Urfa. Ja, hier so ein Laden. Wir machen jetzt keine Werbung für die. Ich war da frühstücken, Bruder. 9 Uhr morgens, 10 Uhr mit meiner Familie. Und dann kriege ich einen Anruf. Ja, hier, wie geht's dir? Salam alaikum. So, hast du Zeit? So, wir haben einen Auftritt, Veranstaltung in London. Und dann ist so, ja, fahr ich schon in London. Ich so, okay, wann? Also ja, heute Abend. Und ich so, wie soll ich jetzt heute Abend nach London fliegen oder was? Ja, meinte, nein, dann gleich, ne, so 2-3 Stunden. Ja. Und dann ich so, okay, und das war zu meiner Studienzeit, das war voll, mashallah, das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Ich habe direkt Flug gebucht, bin gegangen, war in London am Abend, habe dann Auftritt gehabt. Und da war das, ich war so spontan, ich weiß nicht, ob die Studenten das kennen, ne, weil manchmal hast du einfach gar keinen Bock, Vorlesungen zu gehen, die sind sowieso nicht Pflicht. Ne? Und dann dachte ich, ich habe Zeit. Und dann meinte er zu mir, morgen haben wir noch eine Veranstaltung in Manchester, danach in Birmingham, dann da, dann da. Und da war ich innerhalb von der Woche auf 6 Veranstaltungen. Natürlich verdienst du auch dementsprechend dein Geld, ne? Und es macht auch Spaß. Ne? Und ich habe wirklich eine enge Bindung zu vielen Muslimen in England. Ja. Bis heute. Du bist richtig international bekannt, mashallah, Bruder. Alhamdulillah, das heißt, international bekannt. Mich kennen zwar viele hier und da, aber am Ende war ich nie wirklich da. Also, es ist jetzt. Meine Facebook-Seite kann man entnehmen, dass ich weiß, wo ungefähr wie viele Leute mich kennen. Das heißt, Malaysia ist sehr, sehr viel, Indonesien, Indien kennen mich auch viele, Pakistan, so. Ich war noch nie da. So, ne? Hast du dich überlegt, da mal hinzufahren, Bruder, und da ein bisschen Cash zu machen, Alter? So weil Veranstaltungen zu machen, ja. Das war mal meine Idee. Ich wollte das mal machen, um ehrlich zu sein, aber es ist halt nie geworden, so Halas Reden, inshallah. Ne? Also, okay. Das Problem ist, viele sehen immer nur die Social Media, aber es passiert auch vieles im Hintergrund. Ne? Also sehr, sehr viele Sachen. Du hast einen Spruch, Bruder, den sagst du immer am Ende. Genau. Ja. Wir sind jetzt am Ende angekommen, mein Bruder. Ja. Ich küsse dein Herz, danke, dass du da warst. Dein Spruch, wie geht der, Bruder, Herz? Keep smiling, it's sunnah. Genau. Was bedeutet das genau? Ich weiß, was es bedeutet, aber für die Leute, die das nicht wissen. Also keep smiling, it's sunnah bedeutet lächeln. Ja. Bleib immer lächeln, es ist sunnah. Und sunnah ist sadaqa. Das heißt, wenn ich sunnah ist sadaqa. Ein Smile, also ein Lächeln ist sadaqa. Ja. Ja, das heißt, es gehört zur Sunna des Propheten, dass man das macht, dass man lächelt. Ja. Wichtig zu wissen ist, dass was wir Muslime viele nicht wissen, ist, dass wenn wir lächeln, dass wir wirklich unsere Zähne zeigen, ne, und nicht unseren Gaumen. Also das ist nicht, nicht so, wie immer machen. Genau, dieses übertriebene Lächeln ist kein Sunna mehr. Denn der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat niemals so stark gelächelt, dass man seine Backenzähne hinten sehen konnte. Das sind die Überlieferungen. Das heißt, er hat nie dieses Extreme, ne? Was uns manchmal passiert im Leben, wenn wir so richtige Situationen haben. So, es gibt ja so vielleicht einmal im Monat wo wir mit Kollegen sind, einer erzählt einen Witz und du lachst dich und du weinst vor Lachen. Das kann passieren. Aber grundsätzlich ist dann Smile, keep smiling in Zunder. Der hier, das ist halt eine Sadaqa, also du wirst dafür belohnt, wenn du es tust. Ja. Aber kannst du das nochmal sagen, wie du das immer machst? Ich sag immer, Bruder, wenn ich die Videos mache, sage ich, keep smiling, it's Sunnah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das war das Interview, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.